Radfahrer sind die Hauptunfallverursacher im Straßenverkehr. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes werden ungefähr 5,5 mal so viele Unfälle mit Personenschaden durch Radfahrer verursacht im Verhältnis zu Autofahrern. Und die durch Radfahrer verursachten Unfallzahlen steigen Jahr für Jahr um 6%. Und die für Autofahrer sinken. Und noch etwas, und das ist mir besonders wichtig, weil das nämlich sehr ernsthaft ist. Wer sein Kind auf dem Fahrrad transportiert, setzt es einem 25-mal höheren Verletzungsrisiko aus als Eltern, die ihre Kinder im Auto transportieren. Und das Propagieren von Kindertransport auf Fahrrädern in der Stadt ist objektiv betrachtet fahrlässiger Umgang mit der Gesundheit Schutzbedürftiger. Sie wollen hier eine heile Märchenwelt mit Fahrrädern zeichnen, die es so gar nicht gibt. Nüchtern betrachtet sind Fahrräder in hohem Maße unpraktisch und gefährlich. Fahrräder erfüllen die sichere und komfortable Transportaufgabe bestenfalls bei schönem Wetter und in ebenem Gelände. Und kurz zur Einordnung, 3% der Personenkilometer werden über das Fahrrad abgewickelt, 75% über das Auto. Das Fahrrad bedient im Wesentlichen Verkehrsstrecken von durchschnittlich 9 Kilometer pro Tag und das Auto von 39 Kilometer pro Tag. Und damit ist klar, das Fahrrad ist vor allen Dingen das Verkehrsmittel der städtischen Bohème und für große Teile der Bevölkerung keine Alternative zum Automobil. Ja, genau, das sind Ihre Wähler und deshalb sind Sie auch dafür. Das Automobil ist das Verkehrsmittel der arbeitenden Bevölkerung, vor allen Dingen derer, die zur Arbeit pendeln. Und in Zeiten von immer höheren Mieten werden somit die Stadt gegen die Landbewohner ausgespielt. Als Partei, die die arbeitende Bevölkerung im Blick hat, können wir die Bevorteilung des Fahrradverkehrs auf Kosten der Autofahrer nicht unterstützen. Wir wollen auch den innerstädtischen Verkehr reduzieren und somit auch die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer dort erhöhen. Die objektiv wirksamste Methode dazu wäre der Ausbau von Parkplätzen, damit unnötige Parkplatzsuchfahrten entfallen. Laut internationalen Studien kann man durch eine Ausweitung bezahlbarer Parkplätze den innerstädtischen Verkehr um 30% reduzieren. Niemals schaffen Sie das mit Ihren Gaga-Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs. Neben Zusammenfassungen von Bundestagsdebatten zeigen wir euch bei dir da oben einzelne Statements von Abgeordneten aller Fraktionen, die wir für besonders spannend halten. Damit wollen wir zeigen, wie groß das Meinungsspektrum im Bundestag ist. Die Aussagen der Abgeordneten spiegeln dabei natürlich nicht unsere eigene Position wider. Hier findet ihr direkt noch einen Ausschnitt. Hier gibt es ein spannendes Video aus dem Funknetzwerk. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren.